So, you can hold your own in battle as well. It seems I underestimated you. That makes two of us. Was that a part of your butler training? I see you still have some reservations about my true profession. Though I'm sure my victory here lends my words no credit. Your victory? What in the... Any thief worth his salt should recognize that band. The mark of a convict. The fool's bangle, as some call it. Undeniable proof of a thief's humiliating blunder. Get this off of me! I do not take my orders from you. I've attached it to your arm for a reason. If anyone is to see it, they shall know of your failure here today. Why, you? However, I imagine your pride will not permit you to be seen with it, and that makes it perfect leverage for negotiations. Negotiations? You may have broken into my home, but for now, I will overlook your transgressions. Oh, great. More company. Pardon my belated introduction. My name is Cordelia Ravis, and I am the lady of the house. Regards to your decorator. They sure have a way with traps. Allow me to explain. The treasure you are after is a family heirloom known as the Dragonstones. You don't say. The Dragonstones have been in my family for generations. Wait, Dragonstones? I see one. Yes, once there were more. But the stones were stolen during the chaos following my parents' passing. Fortunately, Heathcote was able to recover the Sapphire Stone. What touching devotion. Is this the part where I move to tears? Perhaps, once you understand your place in this story. If you collect the three remaining stones, we shall remove the band from your arm. So, this was your plan all along. Yes, but please understand, I had no choice. Well, aren't you too clever? Setting a thief to catch a thief. Don't thieves often say, the ensnared has only himself to blame? Yeah, they do. For a butler, you sure know a lot about thieves, old man. I dare not bore you with my story when there are more pressing matters at hand. Will you undertake Miss Ravis's mission, young thief, if you refuse? I'll do the job. Excellent. Then I pray your journey will be a successful one. Also, ich sehe noch nicht, dass da irgendwas passiert. Oh, you're back. Also, ich meine jetzt, wir werden diese Drachensteine vielleicht finden, zurückbringen, aber ich glaube nicht, dass die dem den Armreif abnehmen. The tale to tell, too. I'll trade it for a drink.
Afraid I don't deal in that currency. Listen, I just came from Ravus Manor. Had a lovely chat with a fellow named Heathcote. Maybe you know him. I did warn you not to go there. So, was it everything you expected it to be? All that and more, and now I'm awfully thirsty. I might need two drinks to get this bad taste out of my mouth. Coming right up. Ach man. Naja, gut. So, wir waren ja da drinne. Dann müssten wir jetzt auf dem Weg nach oben. Nee, warte mal. Therion ist ja noch hier. Doch was nicht hin. Ich muss nach oben, okay. Wusch. Doch nach oben. Ah, Speicher. Ja. Mr. Therion, please wait. What now? I came to see you off on your journey. Wow. As it is at my behest that you're setting out. Look, I'm just fulfilling my half of a bargain. Nothing more, nothing less. I understand that, but... He's right, m'lady. This is simply an agreement between us and a skilled but short-sighted thief. Exactly. There is something you should know before you go. As you saw, I recovered a blue stone. It is known as the Sapphire Dragonstone. The remaining three are the dragon stones of ruby, emerald, and gold, each named for its sheen. And if I steal them all back for you, you'll remove this band. You have my word. Your word? Well, that sounds legitimate. Any idea where I should start looking? Rumor has it that a scholar in Noble Court is researching the Ruby Dragonstone. Noble Court? Great. I'll fit right in. Mr. Therion! What is it this time? Please, do take care out there. Did I say something amiss? Never thought a man of my talents would be working for someone like... It's... nothing. You'll get your stones back soon. Just... Habe ich jetzt ein bisschen zu schnell gedrückt, sorry. Und so brach Therion auf. Seine Mission, die er voller Groll akzeptierte, lautete, die drei verbliebenen Drachensteine des Hauses Ravus zu beschaffen, um so das Schandmal auf seinen Arm vielleicht wieder loszuwerden. Er wusste nicht, welches Schicksal ihn erwartete. Ich glaube, die Olle da hat sich ein bisschen in Therion verguckt. So, unser nächster Halt, den wir angehen werden, ist bei Alfen in Klarach. Und dann haben wir ja bloß noch drei weitere Charaktere. Wir haben jetzt genau die Hälfte.
Jetzt schauen wir aber mal, wo uns das sind. Okay. Edelhof ist dort hinten. Der führt uns dorthin. Dann können ja die restlichen Vierer jetzt eigentlich nur noch einmal hier, einmal da verteilt werden und die anderen zwei wahrscheinlich möglicherweise woanders noch. Es sei denn, es geht wirklich 4-4 in eine Richtung. Weil dann haben wir ja ein Konzept, dass wir so unsere Gruppen zusammenstellen können. Hier, wie ging es denn nochmal wohin? Da ist ein Wegzeiger. Zwarki, Felswall, südlicher Felswallpass. Da müssen wir, glaube ich, hin. Gucken wir nochmal. In Ordnung. Neue Mobs. Neue Probleme. Oh, Licht anfällig. Die Fähigkeiten stehlen, Angriff, killing. Oh. Here I go. Strange. Now, what next? All night, smite them down. Letting the hunt begin. My turn now. What is the logical course of action? Wie mache ich das jetzt? Blitz hat mal gerade Eis, Feuerwehr noch eine Option. Okay, der war schnell weg. Coming. If thou darest. Max. Muss ich machen. Anders wäre es uns nicht gegangen. So, Diebesfähigkeiten stehlen. Momentan noch schlecht aus. Dann machen wir mal. Ach komm. Auf Feuer. Ja, sind aber auch ganz schön hartnäckig, ne? What next? Ich würde gerade sagen, geil. Da haben wir ihn besiegt, aber leider nein. Where's the nearest tavern? Also, wir haben schon ihn besiegt, aber halt keine Zweier. Bisschen problematisch gewesen. Felsfall südlicher nach Klarach. Da müssen wir hin. Ist manchmal ein bisschen schwer zu erkennen, wo der Weg lang geht. Ah, und wo ein versteckter Weg sein könnte. Interesting dilemma. Okay, wie mache ich das? Schade. Ich hätte mal interessiert, was mit... Sehr schön. Mich hätte mal interessiert, was passiert. Oh. Wenn ich den mit einem... Schildbrecher angreife. Der ist weg. Und der ist auch weg. Gut, so viel gibt es ja jetzt bei den Mobs hier nicht. Die sind ja alle recht einfach. Oh, nice. Und Kohle wiederhalten. Was auch immer. Und wie sieht das hier so verdächtig aus? Standest du gegen mich? Ohne Hyäne. Das sollte interessant werden. My turn now. Ich
coming, if thou darest. What next? Ah, halt, nee, Moment, nicht fangen. Waldwurf. Okay. Gut, Waldfuchs ist weg. Dann werden wir mal. Okay. Wenn ich ihn angreifen, hat mich gebracht. Oh, wir haben kein. Hahaha, wir haben nichts mehr. Da habe ich mich verkalkuliert. Ich habe nämlich nicht drauf geachtet, wie ich habe. I will not be thy prey. An interesting dilemma. What to do? Out of my way. Coming, if thou darest. Giftiger. Oh, nehmen wir mit. Letting my arrow fly in true. Let's do this. Sehr gut. Level Up gibt's wahrscheinlich keins. Nee, Cyrus kurz davor. Schade eigentlich. Ist nicht. Sieht einfach bloß hübsch aus. Unten haben wir noch eine Truhe, das ist sehr gut. Ah, vor allem mit einer Olive des Lebens. I'll make this quick. Ja, diese Konstellation, das ist schon. Schwierig. Schade. Hätte ja klappen können. Super, die Hyänen sind weg. Genau so wollte ich das gerade haben. What is the logical course of action? Das ist wieder doof. Ach Mensch. Ich hab gedacht, ich kann beides dann. Hab ich nicht noch irgendwie eine Fähigkeit, die das Vieh hinten ransetzt? Nee, wa? Also den hier zumindest. Muss ich mal gucken. Ringradstärke. Gesundheit, Feuerschaden, Stehlen, nee. Leider nicht. Schade aber auch. Nee, doch, warte mal, geht. Das war so. Da habe ich zu viel nachgedacht. Ja, ja. Geil. So. Ruf mal so eine Hyäne, oder? Oh, das macht Schaden. Letting my arrow fly in true. Machen wir das nochmal. Ich würde gerne mal den Hund rufen. Oh. My turn now. Now, what next? Schaden an oberster Spitze. So, jetzt müsste Cyrus Level up werden, dann habe ich alles perfekt gemacht. Ja, sehr gut. Hat wunderbar funktioniert. Ich bin richtig begeistert. Oh, und da ist ein Speicherpunkt. Zack.
Speichern. Jawohl. Und damit würde ich sagen, mach mal hier Schluss an dieser Stelle. Ich glaube, die heutige Folge ist wahrscheinlich etwas kürzer. Aber eigentlich halb so wild. So, jetzt mal kurz gucken, wo geht's hier lang? Nördlich nach Felsfall. Links nach Kammbruch und nach Klarach. Okay, wo geht's rechts lang? Kann nicht genau sehen. Auf jeden Fall ist da irgendwas. Müssen wir auf jeden Fall runter hier zu Alfen. Wir waren Alfen. Kann man irgendwie was auswählen? Hier war. Schade eigentlich. Ich kann aber nochmal kurz. Moment. Ah, jetzt. Ich kann aber nochmal kurz eben in den. Nicht in den Ausrüstungen, sondern in den Fertigkeiten. Mal schauen. Jawohl. Führt einen physischen Angriff bei einem Gegner aus. Der Gegner überlebt garantiert mit einem GP. What? Okay, krass. Ich hätte gerne den Pfeilhagel. Sehr geil. So. Adleraugen. Erhöht die kritische Rate des ausgerüsteten Charakters. Um 50. Das ist viel. Nehmen wir sehr gern mit. So, Status. Asterion. Lol. Das ist kein Armband, was er hat. Das sieht mir wie eine Fessel aus. Oder hat er das Armband an der linken Hand unter seinem Mantel? Na, wer weiß. Die sieht nice aus. Vom Artwork her. So, verschiedenes, das war das. Fertigkeiten war klar. Ausrüstung haben wir, glaube ich, nichts Neues erhalten. Können aber mal auf Optimieren gehen. Ah, wir haben ein Schild bekommen. Das ist sehr gut, dass der mal ausgetauscht wurde. Da wurde auch nicht ausgetauscht. Auch nicht. Auch nicht. Okay. Gut, Inventar haben wir noch ein paar Heiltrauben, das ist kein Problem, bloß die anringenden Trauben sind ein bisschen wenig geworden. Da sollten wir vielleicht mal überlegen, ob wir da noch ein paar uns kaufen, beziehungsweise stehlen bei anderen Leuten. Schade, dass ich das nie auswählen kann mit Alfen. Na ja, gut. Okay. So, wir haben fertig. Ich tue nochmal speichern. Und ja, wie gesagt, ich bedanke mich vielmals hier fürs Zusehen bei Octopath Traveler. Wir sehen uns dann nächste Woche genau an dieser Stelle wieder, wenn wir, naja, ich denke mal, nach Süden zu Klarlach gehen. Und vielleicht gehe ich auch mal kurz nach rechts. Ich weiß es noch nicht. Mal rechts könnte wieder ein Gebiet sein, was mich total auseinander nimmt. Wieder eine Wald, das ist nochmal zum Anfang. Gut, naja, schauen wir mal. Bis dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut da rein. Ciao.